Mein Schwiegervater. Er hat ein Gestüt. Ein Gestüt? Ein paar Pferde. Kleiner Reiterhof. Völlig unrentabel. Alles zum Selbstkostenpreis. So sieht das also aus. Ja, das ist der Mooshof. Ich weiß, dass Sie Herr Strauß sind. Ich komme dienstlich. Ich bin Gerichtsvollzieher. Gerichts? Sie sind hier, um zu pfänden? Gläubige sind auch nur Menschen. Die wollen nichts als ihr Geld. Der Mooshof wird beschlagnahmt. Beschlagnahmt? Der Mooshof soll zwangsversteigert werden? In ein paar Wochen. Er bekommt seit Wochen Briefe vom Amtsgericht und vom Finanzamt und macht sie einfach nicht auf. Du hast doch sonst immer Ideen für bankrotte Firmen. Na klar. Nur in diesem Fall heißt die Diagnose Stross. Akuter Stross. Ach, akut, chronisch. Dein Vater ist Ursache und Wirkung in einer Person. Der Mooshof gehört jetzt uns. Ich gebe Ihnen 2 Wochen, Ihre Sachen zu packen. Vater, den Mooshof gibt es aber nicht mehr. Aber das eine schwöre ich dir, du. Den kriege ich wieder. Und wie? Das weiß ich jetzt noch nicht.